Hallo, ich bin Vera aus dem Hebammenteam von Babymarkt. Mit diesen Videos möchte ich euch Tipps aus meinem Hebammenalltag geben. Viel Spaß dabei! In dem heutigen Video geht es um das Thema sichere Schlafumgebung. Ihr habt euch bestimmt schon häufig gefragt, wie und wo euer Kind am sichersten in der ersten Zeit schläft. Hier gibt es eine ganz klare Empfehlung. Bis zum ersten Geburtstag sollte das Kind bei euch im Schlafzimmer schlafen. Studien haben gezeigt, dass die Atemgeräusche der Eltern das Kind immer wieder an das eigene Atmen erinnern und somit das Risiko des plötzlichen Kindstodes deutlich gesenkt wurde. Worin euer Kind in eurem Schlafzimmer schläft, ist natürlich euch überlassen. Hier kommt es auf eure eigenen Wünsche an, aber natürlich auch auf den Platz in eurem Schlafzimmer. Das Kind kann im eigenen Bett schlafen, zum Beispiel in einem praktischen Beistellbett oder natürlich auch in einem Kinderbett. Das Kind darf aber auch bei euch im Bett schlafen, wenn ihr beide Nichtraucher seid. Das ist ganz wichtig. Wenn euer Baby bei euch im Bett schläft, sollte es auf jeden Fall in eurer Mitte schlafen und nicht unter eurer Decke liegen, also auch nur in einem Schlafsack. Wir haben euch heute einmal ein Bett vorbereitet, so wie es am Anfang für euer Baby aussehen sollte. Im Bett befindet sich eine gut belüftete Matratze. Das ist wichtig, damit ihr einen guten Sauerstoffaustausch habt. Die Matratze sollte eine feste Qualität haben. Zum einen ist es später einfacher für das Kind, sich auf der Matratze zu drehen. Zum anderen ist es aber nicht so gefährlich wie auf einer weichen Matratze, in der das Gesicht eures Kindes in der Matratze versinken könnte. Wenn ihr einen Nässeschutz für die Matratze nutzen möchtet, solltet ihr darauf achten, dass dieser aus reiner Baumwolle ist, damit der Sauerstoffaustausch nicht gestört wird. Über den Nässeschutz kommt ein Spannbettlaken, damit auch hier euer Kind sich keinen Stoff übers Gesicht ziehen kann. Euer Kind sollte, solange es sich noch nicht selbstständig drehen kann, in Rückenlage im Bett liegen. Dies ist die sicherste Schlafposition. Natürlich kann und soll euer Kind, wenn ihr wach und dabei seid, auch mal auf dem Bauch oder auf der Seite liegen. Aber wenn euer Kind unbeobachtet schläft, ist die Rückenlage die sicherste Schlafposition. In ein paar Monaten wird euer Kind anfangen, sich selbstständig auf die Seite oder auf den Bauch zu drehen. Und dann ist es auch okay, wenn euer Kind so schläft, da es selbstständig in diese Position und aus dieser Position wieder herauskommen kann. In der Zeit, wo ihr euer Baby nicht die ganze Zeit im Blick habt, könnt ihr natürlich ein Babyfon benutzen. Mindestens bis zum ersten Geburtstag eures Kindes sollte das Kind in einem Schlafsack schlafen und nicht mit einer Decke oder einem Kissen. Beim Schlafsack solltet ihr darauf achten, dass dieser aus einem atmungsaktiven Material ist, damit kein Wärmestau entstehen kann. Auch die Größe des Schlafsacks ist sehr wichtig. Achtet darauf, dass der Schlafsack nicht zu groß ist. Zwischen den Füßen und dem Ende vom Schlafsack sollten nicht mehr als 15 cm liegen. Ansonsten habt ihr im Schlafsack zu viel Luft, die euer Kind nicht alleine erwärmen kann. Auch der Halsausschnitt vom Schlafsack sollte niemals größer als der Kopfumfang sein, damit euer Kind nicht in den Schlafsack reinrutschen kann. Die Idealtemperatur im Schlafzimmer liegt bei 16 bis 18 Grad. Manchmal ist das einfach nicht möglich, dass man diese Temperatur einhält, weil die Räume sich vielleicht schnell aufheizen im Sommer, ihr im Dachgeschoss wohnt oder wie auch immer. Wenn man die Schlafzimmertemperatur nicht verändern kann, müsst ihr die Kleidung eures Kindes dementsprechend anpassen. Hier eignen sich solche Kombi-Schlafsäcke sehr gut. Ihr habt einen Innensack, einen Außensack. Und je nach Temperatur des Zimmers
zieht ihr euer Kind dann an? Habt ihr die Idealtemperatur, trägt euer Kind einen Body, den Innensack als Schlafanzugersatz und den Außensack. Und je wärmer der Raum ist, desto weniger Schlafsack zieht euer Kind an, sodass ihr bei sehr heißen Temperaturen tatsächlich den Innensack als Außensack nutzt. Sind die Temperaturen mittelmäßig, tragt ihr nur den Außensack. Solltet ihr fürs Einschlafen eine Spieluhr für euer Kind nutzen, darf diese natürlich mit ins Bett. Wichtig ist, aber nur ans Fußende, damit sie nicht über dem Gesicht eures Babys liegen kann. Nach dem 5. Lebensmonat ist euer Kind in der Lage, sich aktiv im Bett zu bewegen. Ab jetzt dürft ihr eine Bettschlange oder ein Nestchen benutzen. Wenn ihr meine Tipps jetzt alle beherzigt, habt ihr das Bestmögliche für eine sichere Schlafumgebung für euer Kind getan. Ich wünsche euch ruhige und entspannte Nächte mit eurem kleinen Schatz und alles Gute.